Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei den Buch-Oscars. Ja, ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen mit dem Sonnenlicht so ein bisschen hin. Ich wollte sie gerne ein wenig nutzen und auch wenn es vielleicht jetzt von den Schattenspielen recht interessant sein könnte, denke ich, ist das bei den Oscars durchaus erlaubt. Ja, die Oscars werden jetzt am Samstag, am 24. Ja, ist das 24. Februar in Los Angeles vergeben und ich habe bereits im letzten Jahr und ich glaube dann auch nochmal 2 Jahre vorher die Buch-Oscars anschließend vergeben. Der Tag ging vor Jahren mal rum und ja, theoretisch kann man ja jedes Jahr die Buch-Oscars auch vergeben. Ja, das bedeutet, dass alle gelesenen Bücher 2018 nochmal unter die Lupe genommen werden und einzelne Kategorien, die ihr auch unten in der Infobox findet, ja, im Grunde ausgewählt werden und ja, dann auch die Bücher sozusagen gezeigt werden mit einer kleinen Begründung. Hat man jetzt bei den Oscars theoretisch ja nicht. Man erfährt sehr selten, warum ein Film oder ein Schauspieler, eine Schauspielerin ausgezeichnet wurden, aber so ein bisschen erzählen möchte man natürlich, wenn man hier so seine Highlights des Jahres mehr oder weniger in die Kamera hält. Es ist dabei total egal, wann das Buch erschienen ist. Wichtig ist theoretisch eigentlich nur, dass man es im letzten Jahr eben gelesen hat. Ähnlich wie es ja bei den Oscars nicht ganz ist, weil da geht es ja auch darum, dass die Filme in einem gewissen Zeitraum erschienen sind. Das ist jetzt hier für mich zumindest nicht wichtig. Mir kommt es darauf an, wann ich es gelesen habe. Und das sind eben Bücher, die ich 2018 gelesen habe, in der Regel auch geliebt habe. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht 1 oder 2 Dinge dabei sind, wo ich vielleicht irgendwas cool fand, aber das Buch vielleicht tatsächlich nicht. Das lassen wir uns jetzt mal überraschen. Und es sind insgesamt, ich glaube, ja, 14 Fragen. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit ja, der Laudatio zur ersten Frage. Der beste Schauspieler. In der Buchkategorie ist es dann eben der beste männliche Protagonist. Und hier möchte ich aus der Clifton-Saga definitiv Harry Clifton benennen. Ja, ich habe ja die Reihe um ja, Harry Clifton im Grunde von Jeffrey Archer im letzten Jahr. In 5 Wochen habe ich 7 Bücher, Hörbücher weggesuchtet. Und die Geschichte spielt ja in England ab circa 1930 und wir erleben eben das ganze Leben von Harry Clifton. Was ihm passiert, was seiner Familie passiert, was ein bisschen Nebencharakteren so passiert, politisch in England was los ist, natürlich auch der Zweite Weltkrieg, der aber zum Glück nur eine sehr kleine Rolle eingenommen hat und das erfahren wir so ein bisschen und das war einfach ein, Harry Clifton war einfach ein absolut grandioser männlicher Protagonist, den ich sehr in mein Herz geschlossen habe, den ich auch sehr ungern sozusagen gehen habe lassen, als die Reihe beendet war und der mir definitiv noch nachhängt, er ja auch Autor ist und ach, ich, ja, ich liebe ihn einfach und habe da auch wirklich ein Bild vor Augen und den hat Jeffrey Archer wirklich sehr, sehr gelungen erschaffen. Beste Schauspielerin bzw. weibliche Protagonistin und hier muss ich einfach Adelina von der Reihe Young Elites von Mary Lou benennen, weil ich diese Protagonistin einfach großartig fand. Sie war düster, spannend, mutig, tough. Sie war einfach mal etwas ganz anderes in diesem Jugendbuch, Dystopien, Science-Fiction, High-Fantasy-Gedöns. Sie war einfach mal speziell. Sie hat dafür gestanden, was sie getan hat, was sie denkt. Sie war einfach großartig erzählt. Auch überhaupt diese Young Elites-Reihe einfach wirklich großartig. Wer Jugendbuch, High-Fantasy mit einem Hauch Dystopie mag, ein bisschen gewaltvoller, das heißt durchaus etwas ältere Jugendliche sind hier eher angesprochen und eben Adelina, die eigentlich zum Teil für viele auch die Antagonistin dieser Geschichte war und wir aber eben so in ihrem Kopf drin waren und es eben durchaus Sinn macht, auch so ein bisschen das Böse kennenzulernen und ja näher anzusehen und eben auch zu durchleuchten. Und diese Geschichte, wo es ja auch um Gaben geht, um ein Fieber, was Adelina überlebt hat, das sie aber entstellt hat, was ihr weißes Haar geschenkt hat und sie dann sich eben auch hinter diese ja, Herrschaft stellt, diese Rebellion stellt und wie das alles verzwickt ist, es war einfach großartig. Auch alle 3 Teile sehr schnell weggesuchtet, hat mir gut gefallen und Adelina ist für mich eine absolut tolle Protagonistin. Beste
Kameraführung alias bester Plottwist bzw. beste unerwartete Wendung. Und dazu fiel mir relativ schnell der deutsche Thriller Blutparadies ein von Klaus Hammering alias Laura Newman. Ein Buch, das ich ja sogar zweimal gelesen habe, einmal als Testleser und dann im August, als es erschienen ist. Und ja, die Wendungen dieses Thrillers sind einfach irre. Also das, es gibt Wendungen, die man nicht erwartet, die man nicht kommen sieht. Es gibt einen Mörder auf dieser Insel, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Und das ist so toll und verzwickt erzählt mit falschen Fährten, vielen Perspektiven, unter anderem die eben auch des Mörders als Mörder, aber ja, einfach großartig. Also wirklich ganz, ganz toll, was sich Laura alias Klaus hier hat einfallen lassen. Und selbst beim zweiten Mal lesen, obwohl ich wusste ja, wo der Weg hingeht, war ich über so manches wieder überrascht und auch entsetzt und auch begeistert und einfach Hammer. Also ein ganz, ganz toller Thriller, der mir unglaublich gut gefallen hat, den ich beim zweiten Mal lesen dann auch, ich glaube, in einer Nacht weggesuchtet habe an einem Abend und der mich wirklich nachhaltig zur Spannung angeregt hat und ich auch danach wieder viel mehr Lust auf Thriller bekommen habe. Daran ist also sozusagen Laura Newman schuld. Bestes Kostümdesign alias bestes Buchcover. Und eigentlich kann es da nur ein Cover geben, das ich nämlich auch an meiner Schlafzimmerwand habe. Nämlich Verliebt in Miami von der lieben Jackie Feldgood. Und wer sich jetzt fragt, warum ich ein Cover an der Wand hängen habe. Ich habe mein Schlafzimmer im letzten Jahr renoviert und auch so ein bisschen verändert und auch farblich in andere Richtungen gestaltet. Und ich habe damals als Entwurf das Cover von Jackie gesehen zu Verliebt in Miami und habe direkt gesagt, ach, ist das ein hammergeiles Cover. Die Farben und es ist zwar irgendwie grell, aber ich finde es so toll mit dem Pink und dem Lila und diesen Pflanzen und dieser gelben Schrift. Ich war total hin und weg. Und irgendwie sind wir dann nochmal so drauf gekommen, wie toll es sich in meiner Ecke machen würde. Und schwupps, hatte ich eines Tages ein Riesenpaket in der Post. Und die liebe Jackie hat mir dann ihr Buchcover sozusagen fürs Schlafzimmer auf Leinwand geschenkt. Und es hängt seitdem da, weil es einfach nach wie vor perfekt dahin passt. Und ich auch dieses Verliebt in Miami einfach so toll finde und mir natürlich auch die Geschichte unglaublich gut gefallen hat, die eben in Miami spielt und einfach so Sommerfeeling herbeigezaubert hat, als es ja noch gar nicht so weit war. Ich glaube, das Buch ist im April erschienen oder Mai. Und ich habe das nach wie vor in meinem Kopf und ich wache eben auf, sehe mein Mandala, das riesengroß an der Wand hängt und dann eben rechts so ums Eck das Buchcover und es muss einfach hier bei den Oscars mit dabei sein. Dann widmen wir uns der Nebendarstellern, also sowohl in dem Film wie auch in dem Buch gibt es ja Nebencharaktere und hier habe ich mich bei weiblich für Emma Clifton entschieden aus der Clifton-Saga von Jeffrey Archer, auch wenn natürlich Emma schon auch mehr zu einem Protagonisten fast zählt, ist sie dennoch neben Harry Clifton eben schon eher ein Nebencharakter. Aber ich fand diese Frau einfach toll. Was sie alles unter einem Hut gebracht hat, wie sie ihren Mann unterstützt hat, wie sie selbst ihre politische Karriere angegangen ist, wie sie dabei eben den ein oder anderen Schicksalsschlag auch ertragen hat, verarbeitet hat. Sie hat das für mich einfach Bombe gemacht. Und auch sie habe ich sehr, sehr ins Herz geschlossen und auch ihren Bruder fand ich einfach großartig. Und ja, ich konnte mich da gefühlt gar nicht bei den Nebencharakteren so entscheiden. Für mich ist sie nicht ganz die Hauptprotagonistin, weil für mich eben doch immer Harry der ist, der die Geschichte so vorantreibt und um den sich eben diese Geschichte dreht. Auch wenn das eigentlich falsch ist, weil natürlich diese ganzen Nebengeschichten wichtig sind und die Geschichte tragen. Aber Harry ist eben so die zentrale Figur, die alle irgendwie zusammengebracht hat und zusammenbringt und auch zusammenhält. Also wirklich großartige weibliche Nebenprotagonistin, nennen wir es einfach mal so. Und bei dem männlichen Nebencharakter habe ich mir tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil ich wohl doch sehr viele Geschichten gelesen habe, wo es der Protagonist eben männlich war. Mir ist dann aber doch
einer eingefallen, den ich nach zweimaliger Überlegung dann doch so direkt auf dem Schirm hatte. Und zwar Finn aus Silence, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, von Kerstin Merkel. Ein High-Fantasy-Buch, das ich im September verschlungen habe. In einer Welt, die ja mit Unterwasser zu tun hat, die eben auch einfach mit einem Schiff, mit Piraten, wenn man so möchte, zu tun hat und einfach mega geschrieben war. Ich habe Kerstin Merkel letztes Jahr auf der Hugendubel-Tour kennengelernt. Sie ist Buchhändlerin in der Frankfurter Filiale und hat mir da schon signiert ihr Buch in die Hand gedrückt. Und dann ist eben ihr neues Buch, ich glaube, im August erschienen. Und irgendwie musste ich das auch dann irgendwie als erstes lesen. Und Finn ist ein Charakter, den ich abgöttisch geliebt habe. Und wir haben halt hier in der Geschichte eigentlich die Protagonistin, die das eben erlebt und da natürlich auch Finn eine Rolle spielt. Eine sehr eigensinnige, wunderbare, total nicht immer sympathische Rolle einnimmt, aber der einfach liebenswert ist. Und ja, Finn ist mir einfach total in Gedanken geblieben. Und auch dieses High-Fantasy-Buch ist einfach großes, großes Bücherkino. Und ich freue mich jetzt, Kerstin Merkel in Leipzig wiederzutreffen und mal gucken, ob ich den Brecher an Buch mitschleppe und mir signieren lasse. Ich lege da ja gar nicht so großen Wert drauf. Von daher mal gucken, ob ich das Buch mitnehme oder ob es eine Autogrammkarte mit Foto auch tut. Ja, wie das manchmal so ist. Ja, bestes Original-Drehbuch, beste und kreativste Welt, die von einem Autor kreiert wurde. Und da gab es auch gar nicht viele Kandidaten und ich habe mich dann für Die Beste meiner Welten von Ellen Mastei entschieden. Man erwartet eigentlich einen Zeitreiseroman, in dem der Protagonist umherreist, um sich dann irgendwie für eine Zeit zu entscheiden. Man bekommt aber doch was komplett anderes und was wirklich Grandioses. Es ist natürlich Science Fiction, gar keine Frage. Und wir sehen durch die Augen des Protagonisten eben unsere Welt und seine Welt, die eigentlich perfekt ist. Und doch, ja, diese Perfektnis es eigentlich irgendwie nicht für ihn tragbar macht. Und es war einfach eine grandiose Welt. Also diese Idee dahinter und ja, einfach so unsere Gegenwart, die eigentlich irgendwie Zukunft ist, aber doch auch Vergangenheit sein kann. Und eben unser Protagonist, der das erzählt. Es war einfach Wahnsinn. Ich habe die Geschichte wirklich geliebt, auch weggesuchtet. Und ich fand einfach diese Erwartungshaltung, die man hat und was man bekommt, das war wirklich einfach großartig gemacht. Also absolut tolles Drehbuch, wenn man so möchte, hat mir wirklich gut gefallen. Dann bestes bearbeitetes Drehbuch, die beste Buchverfilmung. Und hier muss ich tatsächlich Ready Player One nennen, denn es ist um Längen, um Welten besser als das Buch. Ich habe das Buch Anfang des Jahres, glaube ich, gelesen, auch mit ein paar Leuten zusammen. Und es hat uns ja so zum Teil begeistert, andere waren so, okay. Es gab für mich sehr, sehr viele Längen in dieser Science-Fiction-Story, die sich ja so ein bisschen um diese digitale Welt im Grunde kümmert. Brille auf und man ist irgendwie drin und man ist da im Flow und um einen Nachlass des Entwicklers und wir gehen da jetzt eben auf die Jagd nach den Sakrilegen, wenn man so möchte. Und das Buch war irgendwie okay, es war zum Teil sehr nerdig, es hatte sehr viel Wissen, was uns der Autor mitgeben musste, was ich aber gar nicht für notwendig hielt. Und ja, aber der Film, ich habe ihn in diesem Jahr, oder war das noch im letzten Jahr, auf Sky gesehen und ich war wirklich begeistert von der Umsetzung, wie das Bild gemacht wurde, wie die Handlung gekürzt wurde, aber sinnvoll, wie man der Geschichte folgen konnte, wie sie Spannung aufbaut, wie das Nerdige da war, aber nicht too much war. Und mir hat der Film wirklich viel, viel Spaß gemacht und hat wirklich einen tollen Unterhaltungswert am Abend gehabt. Und kann ich nur empfehlen, guckt euch den Film an. Hier in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, das Buch muss man nicht unbedingt kennen. Dann, bester Animationsfilm. Bestes Buch, welches sich für ein Animationsformat eignet. Und hier möchte ich eine Handvoll Glück benennen von Massimo Facchetta. Hier geht es um die Liebe zu einem Igel und das im wahrsten Sinne, denn wir haben hier einen Tierarzt, der irgendwann ein Igelbaby aufnimmt und das aufpäppeln soll übers Wochenende.
Und er merkt, wie viel ihm dieses Aufpäppeln von diesen hilflosen Straßentieren, also auch tatsächlich Wildtieren, was ihm das gibt und was das in ihm verändert. Und das war eine großartige Geschichte, die wirklich mein Herz berührt hat und die ich einfach toll fand. Und ich kann mir diesen Igel und auch unseren Protagonistin wirklich ganz toll in Animationsform vorstellen. Und dann am Ende spricht dann der Igel vielleicht so ein bisschen auch noch mit seinem Finder. Also ich kann mir das einfach perfekt vorstellen und ich fand das auf jeden Fall gelungen. Beste Filmregisseur, Regisseur, also beste Autorenentdeckung. Und das ist für mich auch Mary Lou. Und zwar natürlich mit Young Elites. Und dann ging es weiter im Herbst mit Warcross, wo ich aktuell auch den zweiten Teil lese. Wird in der nächsten Woche eine im Band vom Buchreihenfolge kommen. Und ich möchte unbedingt in diesem Jahr auch noch Legend lesen. Mich hat die Autorin total geflasht und begeistert. Das war wirklich eine Geschichte, eine Welt, ein Erzählstil, das ihresgleichen sucht. Wirklich ein absolutes Highlight im Jugendbuch-Genre. Ein bisschen erwachseneres Jugendbuch, würde ich definitiv sagen. Also ich würde es keinem 12-Jährigen in die Hand geben. Aber eine Welt, wahnsinnig toll erzählt. Brutalität, wie sie gefühlt kaum auszuhalten ist, aber nie sinnlose Gewalt. Und eine Rebellion, Gedankengänge und eben Adelina als Protagonistin, die einfach großartig war. Also es hat alles für mich, was ich mir von einem Jugendbuch-Highlight erwarte. Und auch Warcross, auch hier mit diesem E-Sports-Genre, was ja relativ neu ist, was sich jetzt so mit Ready Player One ein bisschen ähnelt vom Grundgedanken, mehr aber auch nicht. Aber einfach der Hammer. Die Frau kann für mich einfach schreiben und ich möchte unbedingt in diesem Jahr Legend von ihr lesen. Beste visuelle Effekte. Buch, welches die besten Actionsequenzen beinhaltet. Und hier blieb gefühlt eigentlich nur Afterlife von Markus Sakai. Ein Buch, das ich einfach Hammer fand, denn es ging darum, was kommt nach dem Leben und was passiert, wenn der Tod nicht das Ende von allem ist. Und Wahnsinn. Also hier waren wirklich Wendungen, Effekte drin, Action-Sequenzen, wenn man so nennen möchte, die mich wirklich gefesselt haben, die mich gebannt haben, die mich begeistert haben. Ich habe mir dann von Markus Sakai auch die Abnormen besorgt, der Auftakt einer Trilogie, glaube ich, habe ich aber noch nicht gelesen. Aber dieses Buch hatte wirklich Spannung, Action, eine Geschichte, die einen sehr mitreißt und auch nachdenklich zurücklässt und das wirklich großartig erzählt. Also ja, Afterlife, wirklich absolute Empfehlung. Kategorie Nummer 11, bester Soundtrack. Bester Soundtrack einer Buchverfilmung. Und da kann es eigentlich nur drei geben, wovon ich in diesem Jahr sozusagen auch zwei auswählen kann, denn ich kann mich nicht zwischen Harry Potter und Herr der Ringe entscheiden. Ich habe beide Buchreihen im letzten Jahr gereadet. Wir haben das ja zum Teil auch zusammengetan. Jeder, der Lust hatte, konnte dabei sein und mitlesen. Und ich fand das Rereaden großartig von beiden Reihen. Und dann habe ich natürlich auch von beiden Reihen immer den jeweiligen Filmteil dazu gesehen, beziehungsweise habe ich Herr der Ringe tatsächlich in einem Stück, ich glaube, nach Weihnachten sozusagen weggesehen und nicht Monat für Monat, sondern so in einem, während ich Harry Potter so probiert habe, immer nach dem Lesen zu schauen und dann am Ende, glaube ich, dann doch nochmal zwei Teile hintereinander geguckt habe oder drei Teile, dann wenn man sieben muss man jetzt splitten. Und ich finde beide Soundtracks immer wieder toll. Man hört fünf Noten und weiß genau, in welchem Soundtrack man ist. Und das ist einfach großes, großes Kino. Die Soundtracks laufen bei mir auch ganz unabhängig von den Filmen immer wieder beim Lesen, beim Entspannen. Wenn ich einfach eigentlich Ruhe möchte, aber mir Ruhe dann doch zu ruhig ist, dann höre ich unglaublich gerne Film-Soundtracks. Und dazu zählt für mich immer wieder Herr der Ringe und auch Harry Potter. Die dritte wäre so Game of Thrones, aber es gab ja letztes Jahr keine Staffel, von daher darf ich diese Buchverfilmungs-Soundtrack jetzt nicht nennen, aber das wären so meine absoluten Klassiker. Dann der beste Kurzfilm,
beste Kurzgeschichte bzw. Novelle. Und hier habe ich mir Die souveräne Leserin von Ellen Bennett ausgesucht. Ein Buch, das ich im August gelesen habe, ich glaube im Urlaub. Und was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, mir aber unglaublichen Spaß gebracht hat. Denn wir haben hier die Queen aus England, die irgendwie das Lesen für sich entdeckt und sich fragt, ach, was soll ich eigentlich hier ständig regieren, wenn ich doch auch Bücher lesen kann? Und das auf so charmante Weise erzählt, die mir wirklich unglaublich gut gefallen hat. Ich habe natürlich gar nicht so viele Novellen gelesen, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ich bin, glaube ich, schon eher ein klassischer Buchlängenleser oder Wälzerleser oder dickere Trilogien, Reihenleser, sodass ich zu Novellen eher selten greife. Meistens sind es dann Novellen von Stephen King. Die war aber tatsächlich gar nicht ganz so gut. Von daher ist Die souveräne Leserin wirklich ein kleines, feines Buch, was man zur Hand nimmt und sehr viel schmunzeln kann, aber es auch einen tiefgründig was gibt und mir wirklich gut gefallen hat. Bestes Bild, bestes alleinstehende Buch. Und da hatten wir schon auch wieder ein Problem, weil ich gar nicht so viele alleinstehende Bücher irgendwie lese, habe ich das Gefühl. Wenn, dann sind es eher Thriller, die nicht immer dann auch Highlights sind. Jetzt könnte man natürlich einen Fitzek erwarten oder irgendwie sowas in die Richtung, aber nein, es ist tatsächlich auch Silence geworden von Kerstin Merkel. Das ist einfach High Fantasy, wie ich es liebe. Es ist ein spannendes Thema, es hat tolle Charaktere, es hat ein tiefgreifenden und tiefgründigen Schreibstil und es hat mich einfach total überrascht, was in diesem Buch steckt. Und es ist ein alleinstehendes Buch, es ist für mich zumindest braucht es keine Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob sich Kerstin Merkel da nochmal was ausdenkt, aber für mich steht diese Geschichte allein und sie hat mich einfach gefesselt und gepackt. Und ich habe diesen Wälzer in einer Woche, glaube ich, wirklich weggesuchtet. Ich habe überall gelesen, ich hatte immer den Drang, zu diesem Buch zu greifen und ich habe auch länger gelesen, obwohl ich eigentlich hätte schlafen müssen sollen können. Ich war wirklich gepackt in dieser Welt und ich kann euch dieses Buch absolut empfehlen. Wenn ihr High Fantasy liebt, dann greift dazu. Das ist wirklich ein Ausnahme-High Fantasy Buch, wie ich es gerade so in einem Band. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, 900 Seiten hat es, glaube ich. Da könnte man auch eine Dialogie draus machen, das stimmt natürlich. Aber ich fand es einfach großartig. Ein Hammerwerk und umso großartiger eigentlich noch, dass ich jetzt noch das Erstlingswerk der Autorin hier habe, was ich definitiv auch in diesem Jahr lesen möchte. Und die letzte Frage ist dann, beste Dokumentation, bester historischer Roman bzw. Non-Fiction. Und ich beziehe mich hier so ein bisschen auf das Historische. Nein, es kommt jetzt nicht wieder die Clifton-Saga, sondern es kommt Die Frauen vom Löwenhof von Corinna Bohmann. Hier möchte ich aber tatsächlich den ersten hervorheben mit Agnetas Erbe, weil das auch der Band war, der mir am besten gefallen hat aus der Reihe und der für mich noch am authentischsten so die Zeit um 1900 eingefangen hat, der mir Schweden gebracht hat, der so diesen ganzen Pferdehof gezeigt hat, wie waren Frauen gestellt, was passiert, wenn eine Frau auf einmal zu einem Pferdehof kommt. Man hat hier so ein bisschen die adligen Königsfamilien und wie spielt das alles ineinander ein. Und das hat mir am ersten Tag unglaublich gut gefallen. Ich habe die Reihe komplett gehört, alle drei Bände, und der erste war mit am Abstand am allerbesten. Der zweite Teil war auch noch sehr schön erzählt, gerade sprachlich. Es gab da aber die ein oder andere Wendung, die, wenn man Teil 1 kannte, man nicht mehr so überrascht davon war. Ja, und der dritte Teil war für mich eigentlich so eine mittlere Katastrophe. Aber Die Frauen vom Löwenhof, Agnetas Erbe, für mich historisch betrachtet, recherchiert, wirklich am besten erzählt und man bekommt ein Gefühl der Zeit und des Ortes und man hat so ein Schweden-Feeling, wie man sich das vorstellt. Zudem ist man auch noch auf einem Pferdehof und man hat natürlich so eine Familiengeschichte mit Geheimnissen, einer Liebesgeschichte und eben so diese Entwicklung der Frau der damaligen Zeit, was ich einfach toll erzählt fand. Und das waren sie nun, die 14 Buch-Oscars, die ich für 2018 vergeben habe. Ihr findet alle Bücher und Fragen unten in der Infobox. Wenn euch da irgendeins anspricht, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich in den Kommentaren sehr, sehr gerne auch die Fragen beantworten oder so vereinzelte Antwort geben, wie ihr das möchtet. Und alle, die Lust haben, diesen Tag im Grunde einfach wieder zu beleben, jetzt passend zu den Oscars, ihr dürft euch natürlich frei fühlen, den Tag auch einfach zu machen.
machen. Ich freue mich, wenn da vielleicht das ein oder andere Video jetzt noch nachgelagert nach den Oscars kommt. Ich werde in der Oscar-Nacht definitiv ein bisschen früher aufstehen oder länger wach bleiben, je nachdem. Und werde mir das Spektakel so ein bisschen geben, weil ich das schon sehr gerne mag. Aber letzten Endes ist es mir eigentlich nur wichtig, dann herauszufinden, wer gewonnen hat. Leider fehlt mir noch so der ein oder andere Film, aber das ist ja auch einfach oft so, dass die in Deutschland ja sowieso nachgelagert erst gezeigt werden, wenn halt irgendwie so ein Vierteljahr zwischen dem Erscheinungstermin der USA und Deutschland liegt. Aber ja, ich hoffe, es hat auch mit der Sonne einigermaßen geklappt, aber ich wollte sie nicht aussperren und es gibt nichts Schöneres, als die Sonne im Gesicht zu haben. Und ich hoffe, das ist fast so ein bisschen wie Spotlight auf der Bühne der Oscar-Verleihung. Ja, das hat doch vielleicht ganz gut gepasst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Buch-Oscars für 2018. Ich würde mich über Kommentare freuen und eure Buch-Highlights, Empfehlungen des letzten Jahres und guckt auf jeden Fall auch mal in der Infobox vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.